Ich möchte Sie ganz herzlich begrüßen zu einem Video. Es geht wieder um Kinematik, also um die Bewegungslehre. Das ist ein Thema, das immer wieder drankommt, auch wenn man nur wenig Physik lernt in der Schule vielleicht, dann hat man doch meistens Kinematik als Thema. Es ist eine interessante Aufgabe hier. Es geht um einen Überholvorgang, also Schrirei Joglekar schreibt mir, vielen Dank für die super Lernvideos. Ich habe mir eine Frage gestellt. Ein PKW fährt mit 108 Stundenkilometer auf einer Landstraße. In einem Abstand von 20 Meter setzt er zum Überholen eines mit 90 Stundenkilometer fahrenden Autos an. Das überholte Fahrzeug beschleunigt mit 1 Meter pro Sekunde Quadrat, sobald der Überholer neben ihm ist, von 90 auf 99 Stundenkilometer. Die stoppen, oder wenn man überholt wird und dann auch Gas gibt, das ist so richtig primitiv. Aber lassen wir das, es geht ja nicht darum. Wenn der Abstand zum überholten PKW 20 Meter beträgt, schert der Wagen 1 auf die rechte Fahrspur zurück. Wie lange dauert der Überholvorgang und welche Strecke legt der PKW 1 zurück? Das ist eine Aufgabe, die man zuerst ein wenig verdauen muss, weil sie sieht im ersten Moment ziemlich einfach aus. Aber man muss doch ein wenig überlegen, wie das geht. Und glaube ich, am besten ist, man überlegt sich nochmals genau, was bedeuten diese Abschnitte hier. Da fahren also zwei Autos. Eines ist ein bisschen langsamer als das andere. Da kommt der hintere, 20 Meter Abstand, dann fängt er an zu überholen. In dem Moment, wo die beiden auf gleicher Höhe sind, gibt der Überholte auch ein wenig Gas und beschleunigt auf 99. Und dann ist trotzdem der andere noch schneller, da ist er 108 Stundenkilometer schnell, also Kilometer pro, also kmh, sagt man ja auf Deutsch. Und dann irgendwann ist der Abstand dann 20 Meter und dann schert er wieder zurück. 20 Meter ist wenig, muss man sagen, bei dieser Geschwindigkeit. Das würde in der Schweiz eine saftige Buße geben. Aber die Frage ist natürlich auch, eben wie lange dauert das? Und Sie werden sehen, es dauert relativ lang. Auch die Strecke ist relativ lang und darum geht es ja hier. Dieser Aufgabe. Was ein bisschen unschön ist vielleicht, wenn man 20 Meter sagt, dann meint man ja meistens den lichten Abstand zwischen den beiden Fahrzeugen. Wenn es jetzt zwei Fahrzeuge sind, werde ich ein bisschen besseren Stift nehmen, die also eine gewisse Länge haben, eine gewisse Ausdehnung haben und die haben 20 Meter Abstand, dann meint man normalerweise den Abstand vom hinteren, gemessen von der vorderen Stoßstange zum Beispiel, bis zur hinteren Stoßstange des vorderen Autos, wenn die in die Richtung fahren. Jetzt in dem Fall steht aber nichts von den Fahrzeuglängen drin, das heißt, man muss quasi annehmen, dass die Fahrzeuge punktförmig sind, irgendwie so, und dass der Abstand danach hier so gemessen wird. Meiner Meinung nach wäre es sinnvoller, man würde auch die Längen der Fahrzeuge mit einbeziehen, und dann kann man wirklich etwas sorgfältiger nachrechnen, dann wird das Ganze sogar dann noch länger werden. Ich habe ja auch schon so Aufgaben gestellt im Unterricht, da habe ich Lastwagen genommen, die dann wirklich deutlich länger sind und der Geschwindigkeitsabstand war dann noch kleiner, wie das meistens der Fall ist. Wenn dann ein Lastwagen mit irgendwie 1-2 Stundenkilometer Geschwindigkeitsunterschied unbedingt überholen will, dann dauert sein Überholvorgang schnell mal einen Kilometer und das ist natürlich auf der Autobahn zum Beispiel mit Staus dann im bei den drei Personenwagen verbunden. Das ist sehr lästig. Meiner Meinung nach sollte man Lastwagenüberholverbote überall einführen bei zweispurigen Autobahnen. Aber das ist noch nicht so. Also jetzt abgesehen davon, schauen wir nochmals die Aufgabe etwas genauer an. Ich will mal diese Situationen zeichnen. Wir wollen das, den Lastwagen 1, also das der PKW 1, der überholt, mal einfach als Spur zeichnen auf der Straße. Der PKW 1, der ist also am Anfang irgendwo hinten. Das wäre die Spur, die Fahrspur. Das Überholen, dass es da nach links geht, das wollen wir jetzt weglassen. Aber der PKW 1 ist dann irgendwie am Anfang mal da vielleicht. Der PKW 2, der ist weiter vorne. Das ist die Anfangssituation. Irgendwie so. Und irgendwann, weil der schneller fährt als der untere, kommt dann irgendwann mal die Situation, wo der Abstand der beiden, ich mache es jetzt mal ein bisschen punktförmig, wo der Abstand der beiden 20 Meter beträgt. Das heißt, die zwei haben nahe 20 Meter Abstand. Nennen das mal Situation A. So, jetzt fahren Sie weiter.
Irgendwann sind die beiden auf gleicher Höhe. Nennen das vielleicht mal Situation B. Und dann merkt der Überholte, dass er ja überholt wird. Und das ärgert ihn natürlich. Und er gibt ein wenig Gas. Er wird dann schneller. Er wird aber nicht die Geschwindigkeit vom oberen erreichen. Das heißt, der Beschleunigungsvorgang, der da jetzt stattfindet, bis er von 90 auf 99 Stundenkilometer hochgeht, der dauert eine gewisse Zeit. Vielleicht bis hierhin. Der obere ist dann bereits weitergefahren. Das heißt, dann haben wir hier den Abschluss der Beschleunigung, also sind von 90. 90, wenn man das umrechnet in Meter pro Sekunde, ist glaube ich 25, also 90 durch 3,6. Ja, was ist 25. Das heißt, er geht dann von 25 Meter pro Sekunde auf die 99, das sind 27,5 Meter pro Sekunde. Und dann bleibt er bei dieser Geschwindigkeit. Das heißt, dann ist der Beschleunigungsvorgang abgeschlossen. Der obere hat immer noch die 30 Meter pro Sekunde, das ändert sich ja nicht. Und irgendwann, das ist dann die Situation D, ist dann der Abstand der beiden wieder 20 Meter. So vielleicht. 20 Meter Abstand. Und dann nennen das dann Situation D. Das sind Zeitmomente. Also Zeitmoment A ist der Abstand 20 Meter vor dem Überholen. Zeitpunkt B ist der Moment, wo die auf gleicher Höhe sind. Zeitpunkt C ist der Moment, wo der Beschleunigungsvorgang abgeschlossen ist. Und Zeitpunkt D ist dann der Moment, wo dann die 20 Meter Abstand wieder sind, von den beiden Zentren der Autos wahrscheinlich gemeint. Und dann ist der Überholvorgang beendet. Und gefragt ist jetzt, wie weit fährt das Auto 1 bei dieser Überholgeschichte. Das heißt, diese Strecke hier ist gefragt, S vom Auto 1. Und die Zeit ist gefragt, die Zeit von A bis D. Das sind die beiden Fragen. Und das würde ich jetzt sagen, wenn man das jetzt lösen will, dann muss man sich die Sache besser in einem Ortszeitdiagramm oder in einem Geschwindigkeitszeitdiagramm darstellen. Und so wollen wir den gleichen Vorgang, der jetzt hier als Spur quasi auf der Landkarte gezeichnet ist, mal in einem Zeitdiagramm darstellen, also wo die Zeit hier als X-Achse oder als horizontale Achse angegeben ist. Und dann, und das möchte ich eigentlich immer bevorzugt dann als Lösungsweg wählen, dann schauen wir uns nachher noch den Geschwindigkeitszeitverlauf an, also den Fahrtenschreiber quasi der beiden Autos, und damit ist dann die Aufgabe am einfachsten zu lösen. Das ist meistens so. Also das VT-Diagramm, das Geschwindigkeitszeitdiagramm, ist das, was normalerweise am besten dann zur Lösung hilft. Schauen wir uns zuerst mal das Ortszeitdiagramm an, weil das kann man ein bisschen besser mit dem da in Beziehung setzen. Also ich muss jetzt hier eine Zeitachse nehmen, T. Und hier jetzt den Ort nach rechts, das kann X oder S heißen, und das vielleicht S. Und jetzt startet ja das Auto 1, das schneller ist. Zu Beginn der ganzen Geschichte irgendwie haben die einen bestimmten Abstand hier, der da nicht spezifiziert ist, den Zeitpunkt 0, da können wir wählen, wie wir wollen. Aber die beiden sind unterschiedlich schnell. Das heißt, das Auto 1, das fährt dann da, was vielleicht farbig, das Auto 1 fährt hier mit einer relativ großen Geschwindigkeit. Und das Auto 2, das Auto 1 ist es hier, das Auto 2 ist bereits ein bisschen weiter vorne, das heißt, es hat bereits vielleicht, steht vielleicht hier oder fährt vielleicht hier zu Beginn der Zeitmessung und fährt etwas langsamer. So vielleicht. Im Ortszeitdiagramm ist ja die Steigung dieser Kurven, die Geschwindigkeit. Und dann, wie gesagt, ist irgendwann mal der Abstand der beiden, also doch die Differenz der beiden, 20 Meter. Das ist ja der Ort, nicht wahr? Das heißt, da haben wir hier 20 Meter Abstand. So. Das Auto 1 fährt weiter mit der Geschwindigkeit, die es hat. Es hat immer diese 30 Meter pro Sekunde, das heißt, mit dem Auto 1 passiert gar nichts. Das Auto 2 aber, es wird jetzt überholt. Das heißt, irgendwann mal ist der Ort dann der gleiche für die beiden Autos. So.
Das ist dann der Zeitpunkt, also das war der Zeitpunkt A hier, TA. Dann haben wir hier den Zeitpunkt, wo die beiden am gleichen Ort sind, das wäre das TB. Und dann reagiert eben dieser Koffer da, dieser Vollkoffer 2 und will dann noch Gas geben, wird ein bisschen schneller bis zum Zeitpunkt TC. Den wir vielleicht mal hier einzeichnen. Ungefähr so. Da fährt also hier nachher etwas schneller und wird dann nachher mit der Geschwindigkeit 27,5 Meter pro Sekunde weiterfahren. Das heißt, es geht dann hier irgendwie so nach etwas, es ist ja so eine leichte Parabel, die dann entsteht, bis hierhin. Und dann fährt er so weiter. Mit der Geschwindigkeit 27,5 Meter pro Sekunde, das ist das hier. Und irgendwann ist der Abstand der beiden dann auch wieder 20 Meter. Das heißt, dann haben wir hier als Differenz der Orte 20 Meter Abstand. Und das wäre der Zeitpunkt TD. So. Also genau die gleiche Geschichte wie hier. Hier jetzt im Ortszeitdiagramm. Eben da haben wir 20 Meter pro Sekunde gehabt. Und da geht dann auch hoch, das waren 25. Also da hatten wir 30 Meter pro Sekunde gesagt. Was haben wir da? 90 Meter durch 3,6 sind 25. Ja, 25 Meter pro Sekunde. Schnell diese Geschwindigkeit. Und da geht er hoch auf 27,5 Meter pro Sekunde. Das ist die 99 Kilometer pro Stunde. So, das ist der Beschleunigungsvorgang bis hierhin. Und die 108 Stundenkilometer, die das Auto 1 macht, das schnellere Auto, das sind 30 Meter pro Sekunde, wenn man so umrechnet. Kann immer durch 3,6 rechnen. Das, wie gesagt, das ST-Diagramm, das liefert jetzt nicht direkt die Lösung, die wir suchen. Wir suchen ja im Grunde genommen diese Zeit hier, TAD haben wir gesagt. Wir können das hier im Prinzip auf der Zeitachse ablesen, wenn man da diese Sachen kennt. Und wir brauchen die Strecke, die das Auto 1 in der Zeit zurücklegt. Das wäre jetzt in diesem Diagramm das Auto 1. Das ist am Anfang des Beschleunigungsvorgangs da. Also auf dieser Höhe. Und am Ende ist es da. Dieser Distanz. Und das ist die Strecke S1, die wir suchen. Aber mit dieser Darstellung kommt man auch nicht sehr weit. Vor allem dieser Beschleunigungsvorgang vom Auto 2, der macht das Ganze ein bisschen komplizierter und deshalb gehen wir jetzt zum VT-Diagramm, also dem Geschwindigkeitszeitdiagramm, und da wird es dann etwas einfacher. Die gleiche Darstellung, auch die gleiche Situation im VT-Diagramm dargestellt. Mal schauen, was da herauskommt. Die Zeitachse ist ja die gleiche. T. Sieht man das noch? Ich hoffe, ja. Jetzt ist die Geschwindigkeit also das gesuchte und der Funktionswert V. Das wissen wir ja, dass die Geschwindigkeit vom Auto 1 konstant 30 Meter pro Sekunde ist. Das heißt, wir können hier direkt die 30 Meter pro Sekunde eintragen. Vom Auto 1. Das ist die ganze Zeit gleich schnell. Geht dann so. Die Geschwindigkeit vom Auto 2, die müssen wir jetzt auch eintragen, das ist am Anfang 25 Meter pro Sekunde. Dann kommt der Moment TA, wo der Abstand der beiden 20 Meter ist. Diesen Zeitpunkt, im Prinzip können wir sagen, da starten wir überhaupt mit der ganzen Geschichte und müssten wir die Zeit nicht unbedingt da abwarten, wo sie am Anfang unterschiedlich schnell sind. Da wird es interessant, zu dem Zeitpunkt TA, da ist der Abstand 20 Meter und der wird dann nachher bis zum TB ja verkleinert auf 0. Also der Abstand, der am Anfang 20 Meter ist, wird dann 0. Und im VT-Diagramm ist ja der Abstand immer die Fläche unter dem VT-Diagramm. Die Fläche darunter ist die zurückgelegte Strecke.
Und wenn man jetzt den Abstand will, also die Distanz der beiden Strecken, dann ist das diese Fläche hier, die wir da erhalten, wenn wir die Geschwindigkeitsdifferenz, also die 5 Meter pro Sekunde, nehmen und während der Zeit TA bis TB laufen lassen. Da in dem Moment ist der Abstand 0. Das heißt, diese Fläche hier muss 20 Meter ergeben. Wir können dann direkt sofort sagen, wie lang diese Zeit hier ist. TA minus TB, also sagen wir mal TAB, ist nachher die Höhe hier, das sind 5 Meter pro Sekunde, die Differenz der beiden Geschwindigkeiten, mal diese Zeit, das muss 20 Meter geben. Somit erhalten wir TAB ist die 20 Meter durch die Geschwindigkeitsdifferenz 5 Meter pro Sekunde, das sind nahe 4 Sekunden. Schon ein erstes Teilresultat. Wir wissen also, dass die beiden Autos während 4 Sekunden ihre Geschwindigkeit halten und in diesen 4 Sekunden wird der Abstand von 20 Meter auf 0 Meter reduziert. Sind wir bei TB. Hier. Und jetzt kommt der Beschleunigungsvorgang vom Auto 2. Der wird jetzt gleichmäßig hoch beschleunigen auf, was haben wir gesagt, 99 Stundenkilometer oder 27,5 Meter pro Sekunde. Das geht dann so nach oben. Der Zeitpunkt TC ist dann derjenige, wo wir hier die 27,5 Meter pro Sekunde haben, entsprechend 99 km/h. Und dann bleibt er bei 99. Und der Abschluss dieser ganzen Geschichte, TD, ist dann dort, wo die 20 Meter Abstand wieder erreicht sind. Das heißt, wenn wir hier den Abstand 0 gehabt haben, wo die beiden also am gleichen Ort sind, dann muss insgesamt diese Fläche, diese hier, muss dann auch wieder 20 Meter geben. Wir sehen, das ist jetzt nicht mehr einfach ein Rechteck, sondern es ist quasi zusammengesetzt aus so einem Trapezi und dann hier einem Rechteck. Und das ist eben dieser Beschleunigungsvorgang, der die Sache eben ein bisschen komplizierter macht. Wenn das Auto jetzt nicht beschleunigen würde, müsste man da gar nicht viel rechnen, aber jetzt müssen wir da diesen Beschleunigungsvorgang noch ins Spiel bringen. Aber Sie haben schon gesehen im ersten Teil, wie das geht. Ich muss einfach diese Flächen hier nehmen und schauen, dass sie dann auf 20 Meter kommen. Und die Flächen sind ja nicht so schwierig zu berechnen. Wir wissen zum Glück, dass der Beschleunigungsvorgang, also die Steigung hier mit einem Meter pro Sekunde im Quadrat stattfindet. Also da beschleunigt während einer gewissen Zeit von 25 auf 27,5 Meter pro Sekunde. Wir wollen das mal benutzen, um die Zeit TBC auszurechnen. Weil da ist in dem Fenster hier ist einfach der Beschleunigungsvorgang wichtig. Die Steigung im VT-Diagramm also, das Delta V ist ja 2,5 Meter pro Sekunde. Das Delta T suchen wir. Wir können deshalb sagen, also A, die Beschleunigung im Abschnitt BC, die Beschleunigung, die man allgemein als Delta V durch Delta T berechnet, ist in dem Fall 2,5 Meter pro Sekunde, das ist Delta V, durch unser gesuchtes Delta T, das wäre das TBC, und das muss, oder das ist nach der Aufgabe, 1 Meter pro Sekunde im Quadrat. Da können wir sofort auflösen nach TBC und erhalten auch diese Zeit jetzt, TBC ist gleich 2,5 Sekunden. Das dann nach oben nehmen, durch nach unten dividieren. Das heißt, jetzt kennen wir auch diese Zeit hier, 2,5 Sekunden, die kennen wir von vorher schon, das waren die 4 Sekunden. Jetzt müssen wir aber diese Fläche ausrechnen, diese Teilfläche, weil am Schluss muss ja das Ganze dann 20 Meter geben. Also das da. Und diesen Abschnitt hier, da wissen wir jetzt bereits, wie lange es dauert, das sind die 2,5 Sekunden. Wir wissen auch, was die Geschwindigkeitsdifferenz ist. Wir können deshalb sagen, dass diese Fläche hier, wenn wir die ausrechnen, das ist quasi die mittlere Höhe
das ist ja in dem Fall, also die mittlere Höhe in diesem Trapez nennt man das, glaube ich, oder? Ist dann, wir haben ja da 25, da haben wir 27,5, die Differenz ist 2,5. Wenn man da noch die 2,5 dazu nimmt, dann erhalten wir 3,75 als mittlere Höhe. 3,75 multipliziert mit der Zeit, das gibt dann diese Fläche hier. Also S, und das vielleicht mal SBC nennen. SBC ist also 3,75, das ist die mittlere Geschwindigkeitsdifferenz mal die 2,5 Sekunden. Das sind Meter, also Meter pro Sekunde mal Sekunden sind Meter. Das gibt, wenn man das ausrechnet, 2,5 mal 3,75, 9,375 Meter. Haben wir diese Teilfläche berechnet. Jetzt haben wir gesagt, das Ganze muss 20 Meter ergeben, das heißt die Differenz, die hier noch übrig bleibt, das wäre das SCD, das SCD, das wir jetzt noch brauchen, sind dann die 20 Meter minus die 9,375 Meter. Das sind 10,625 Meter. 10,625 Meter. Und wenn man jetzt die Zeit berechnen will, die man jetzt braucht, von C nach D, T, C, D, das wäre das letzte, das ist danach diese Geschwindigkeitsdifferenz, die wir dann noch haben, das sind 2,5 Meter pro Sekunde. Multipliziert mit dieser Zeit muss dieses SCD geben. Das heißt TCD, wenn er diese Strecke hier durch 2,5 Meter pro Sekunde. Diese Strecke durch 2,5. Und das liefert jetzt 26. Stimmt das? Nein, das kann nicht sein. 10,625 durch 2,5. 4,25 Sekunden. Sie sehen also hier 4 Sekunden, das ist das Resultat, oder? Da haben wir jetzt 4 Sekunden gehabt für den Abschnitt. Dann für den Abschnitt TBC haben wir 2,5 Sekunden gebracht. Und für den letzten Abschnitt ging es ein bisschen länger als 4 Sekunden, 4,25 Sekunden. Das heißt, die gesamte Zeit wäre dann, wenn man das zusammenzählt, 4 plus 2,5 plus 4,25, 10,75 Sekunden. Das, was da gesucht war, die Zeit zwischen A und D sind nachher 10,75 Sekunden. Und die Strecke, die er da zurücklegt, das Auto A, wäre nachher eben, entweder kann man sagen, hier, die Strecke hier vom Auto 1 zwischen A und D, könnte man das hier ausrechnen. Oder man kann auch hier schauen, was die Fläche unter diesem Rechteck ist. Es geht ja da um die Strecke, die das Auto 1 macht zwischen A und D. Das ist diese Strecke, also diese Fläche hier. Das sind die 30 Meter pro Sekunde, multipliziert mit dieser Zeit, die wir gerade ausgerechnet haben. 10,75 Sekunden. Somit haben wir dann für das S1 30 Meter pro Sekunde mal die 10,75 Sekunden. So, damit haben wir die Aufgabe gelöst. Der braucht also ein bisschen mehr als 300 Meter zum Überholen. Ein bisschen länger, als wenn er jetzt einfach diesen Beschleunigungsvorgang nicht erlebt hätte vom überholten Auto. Das ist natürlich, wie gesagt, dumm, aber okay, ist halt die Aufgabe, die so gestellt ist. Danke für diese schöne
für dieses schöne Beispiel. Und ich glaube, das lohnt sich immer wieder mal, sich die drei Darstellungsarten in der Kinematik vorzustellen. Einmal die Spur im Raum, wo die Zeit noch quasi als Etikett quasi an die Punkte zeichnen können oder eben hier als Markierung mit den Buchstaben. Dann das ST-Diagramm, das das Ganze auf eine andere Art demonstriert und vor allem dann sehr nützlich immer das VT-Diagramm, der Fahrtenschreiber. Da sieht man an der Fläche unter dem VT-Diagramm die zurückgelegte Strecke und an der Steigung des VT-Diagramms sieht man die Beschleunigung und das V sieht man sowieso, weil es ja der Funktionswert ist. Gut, damit bis zum nächsten Mal.